Hallöchen, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Sekiro Shadows Die Twice. Ach ja, der gute alte Boss, ne? Kennen wir ja. Aber was willst du machen? Irgendwie muss ich ja dran vorbei. Ich habe noch nicht weiter gemacht, also wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich möchte es einfach probieren. Mal gucken, irgendwann wird es schon schaffen. Also wird es schon hinhauen. Ein bisschen Training gehört dazu. Ich habe mir auf jeden Fall mal einen Kaffee gemacht. So, mal sehen, ob das so hinhaut, wie wir uns das vorstellen. Reinkommen. Jetzt noch alles nach Plan. Bis auf der einen Schlag, der war jetzt nicht gerade nach Plan. Jetzt müsste er eigentlich springen. Oder wenn ich das so richtig im Kopf habe. So knapp. Ich wollte ein bisschen ärgern. Trotzdem ein bisschen in Abstand bleiben. Der da schießt. Echt jetzt? Oh, das ist ja fies. Das ist fies. Das wurde mir gar nicht angezeigt. Naja, gut, beim ersten Mal sterben sowieso. Oh, das war jetzt mies. Geht einfach der Controller leer. Mir kann aber auch echt immer alles schief gehen, oder? Zum Glück habe ich Ersatz. Ist ja alles gut. Hey, ich wollte gerade springen. Ach, scheiße. Naja. Das war jetzt eh gerade ein bisschen kacke. Geht einfach der Controller leer. Ah, muss mir wieder warm werden mit dem Ganzen. Mm. Ich hatte überlegt, bei der dritten Phase doch die sterbliche Klinge zu verwenden, aber
Ich muss halt mal gucken, weil... Mir macht das Ausweichen da mehr Probleme. Ich hab da irgendwie... Ich hab irgendwie... Keine Ahnung. Ich muss mal genau darauf achten, ob es zwei verschiedene Sprünge sind, die er da macht. Oder... Wo da der Unterschied ist, weil manchmal klappt es, manchmal nicht. Hey. Oh. Wieso waren da jetzt schon wieder Steine? Ist gut, wenn er das die ganze Zeit macht, warum nicht? Hätte ich nichts dagegen. Aber macht er natürlich nicht. Wäre ja zu einfach. Oh. Ey, solltest du nicht springen? Vergiss es. So leicht nicht, mein Freund. So, gleich ist wieder Phase 1 vorbei. Kommt wieder meine Lieblingsphase. Oh. Hey. Springt doch jetzt, oder? Ich sehe nicht, was er macht. Kommst du jetzt mal her? Was? Hey, den Einschlag, den habe ich nicht verdient. Da lege ich Veto ein. Den habe ich so nicht verdient. Also gut, Phase 1. Volle Lebensenergie, ist gut. Ah, Phase 2, jetzt kommt wieder der lustige Teil. So, was macht er jetzt gleich als erstes? Das ist wichtig. 1, 2, 3. Ach, das schaffen wir ja genau. Ich vergesse immer, ich muss immer blocken bei ihm. Immer blocken bei ihm. Mann. Sicher ist sicher. So, erstmal ein Kügelchen. Jetzt müsste eigentlich wieder dieser langgezogene Tiefe kommen. Boah, so knapp. So, jetzt kommt dreimal normale. Ach, scheiße, zu früh. Lass mir jetzt mal wieder reinkommen. Ganz, zwei, drei. Mann! Immer zu früh. Bin zu ungeduldig. So, jetzt kommt aber der langgezogene Tiefe.
kommen wieder drei. Normalfall. Sollte mein Glück nicht herausfordern bei dem. Noch ein Kügelchen? Nee, scheiße. Okay, ich muss aufpassen. Jetzt kommt wieder der langgezogen. Wieder zweimal geheilt, naja. Gleich haben wir. Ja, scheiß Steine. Und jetzt wird's interessant. Gucken, ob das hinhaut. Ich sehe es nicht. Das sieht nicht so aus, als wären es zwei verschiedene Sprünge. Sah jetzt ein bisschen flacher aus, bin mir nicht sicher. Probier es jetzt mal. Vielleicht geht ja echt nur jeder zweite Sprung, oder ich weiß es nicht. Probier es einfach zu konzentrieren. Thank you.
okay. Ich kann die sterbliche Klinge zwar immer noch einsetzen, aber die zieht nicht mehr so viel ab. Komm schon, mach halt irgendwas. So. Ja, er zieht halt echt nicht mehr so viel ab. Ich hab diese sterblichen Klinge ein bisschen verkackt. Ah, Scheiße. Unfassbar, dass ich noch getroffen habe, obwohl die Kamera gerade so verkackt war. Noch einen Treffer. Scheiße. Ich habe gerade wirklich gedacht, er springt. Okay, noch einen Treffer. Scheiß Kamera! Einmal noch, komm schon. Nee, das war mir gerade zu riskant. Das auch. Ich glaube, es kommt jetzt Blitze. Alter, Blitze sind scheiße. Okay, er schießt mit. Okay, also das klappt immer noch. Ah, Scheiße, was? Wogegen bin ich denn jetzt schon wieder gelaufen? Ich sehe ihn nicht mehr. Alter. Oh, weg. Zu gefährlich. Weg! Ich halte. Nein.
richtigen Moment warten heißt. Das war der richtige Moment. Ich traue ihm mit seinem blöden scheiß Blitzding nicht. Ah, fuck. Oh, oh. Zumindest mal wieder einen mit der sterblichen Klinge. Ich habe gedacht, vielleicht ist es okay, aber nee. Das mache ich nicht nochmal. Kostet zu viel Lebensenergie. Schade. Mindestens zwei mit der sterblichen Klinge. So, und ab jetzt. Mittlerweile weiß ich auch, wo jeder einzelne scheiß Stein in der Arena steht. Hä? Ist er von der Klippe gesprungen? Da ist er. Gleich geschafft. Hoffe ich. Ich will es nicht beschreien. Blöden Scheißkram. Das war mir jetzt zu riskant. Schon. Immer mal zur Sicherheit springen. Ja, komm schon. Gleich geschafft. War nicht fair. Einmal noch. Ja, stirb. Wir haben es geschafft! Yes! Heiliger Ishin! Oh Gott! Starker Renner Kampf gegen einen starken Gegner. Ja, in der Tat. In seiner Blütezeit kämpfte Ishin Ashina auf der Suche nach Stärke jeden Tag. Zielstrebige Tötungsmaschine. Drachenblitz. Kampfkunst mit schnellen Schwertzug. Darauf folgenden Hieb. Aufladen für Schockwelle. Verbraucht Geistembleme. Ach so. Geil.
20.000 Punkte gehabt, der Kerl. Alter, mir geht gerade voll der Herzschlag, aber holla die Waldfee. Ist das Kuru? Da ist Kuru. Oh, mein Herz. So, wir haben ja darauf hingearbeitet. Und deswegen gebe ich ihm die Drachentränen und die gefrorenen Tränen. Und jetzt schauen wir es uns in Ruhe an. Osoba ni orimasu. Wagamiko. Kuro-dono. Ima wa dou ka yasuraka ni. Watashi no kokoro ni todomatte kudasai. Sayonara, minna. Watashi wa ikaneba narimasen. Warera no inga o tachikiru tame ni. Totemo nagai tabi ni narimasu. Sore demo tomo ni kite kudasaru no desu ka? Hai. Arigato, Ryu no Shinobi yo. Kuroo dono mo yorokonde orimasu. Maerimashou. Nishi ni, kami naru Ryu no kokyō ni. Und das war's. Die Heimkehr des Drachen treten sie jetzt an. Oh, unfassbar. Unfassbar lange hat's gedauert. Ich hätte nicht gedacht, dass das Let's Play so lange geht. Gut. Ich habe mir aber auch unbewusst irgendwie wieder den längsten Weg rausgesucht, oder? Aber es hat Spaß gemacht. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Jetzt sehen wir auch gerade nochmal so ein bisschen Credits laufen, warum auch nicht. Während den Credits könnte ich eigentlich schon mal so ein bisschen mein Fazit ablassen. Mein Fazit ist einfach, Sekiro ist ein geiles Spiel. Ich kann es halt einfach nicht oft genug sagen. Dafür, dass es halt so bockschwer ist, ist es trotzdem fair. Und
Es erfordert ein gewisses Maß an Selbstkontrolle. Gerade so was die Choreografien, sage ich mal, angeht, musst du halt wirklich, ja, musst wirklich das Timing umfassen. Alles ist gut. Aber holla, die Waldfee ist in die Credits laut. Kann man ein bisschen leiser machen. So. Zumindest bei mir. Bei euch kann ich es gerade nicht leiser machen, oder? So. Versucht ein bisschen leiser zu machen. Ach ja. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jetzt... dass ich den letzten Boss jetzt doch noch so relativ zügig hinkriege. Ich weiß nicht, warum zum Geier das heute so viel besser geklappt hat. Vielleicht, weil ich ausgeschlafen bin, mir einen Kaffee gemacht habe. Daran wird's liegen. Kaffee ist die Wunderwaffe. Aber zum Spiel muss ich einfach nur sagen, es war einfach alles schön an dem Spiel. Die Landschaft, also die Levels an sich, die Umgebung, das Setting überhaupt. Ich mag das. Ich finde das voll... also ich fand das wirklich schön vom Artstyle her. Die Gegner waren interessant. Das Einzigste, wirklich das Einzigste, was ich, glaube ich, bemängeln könnte, ist ab und zu die Kamera, die halt irgendwie einfach rumgespackt hat, wenn gerade wenn du zu nah an der Wand warst oder irgendwas. Das war ein bisschen ungünstig. Und vielleicht das Boss-Recycling. Ich meine, wir hatten drei oder viermal einen Kopflosen. Fand ich jetzt ein bisschen unnötig, aber okay. Kann man jetzt drüber streiten, wie man will. Aber ich meine, da hätte vielleicht, keine Ahnung, nicht unbedingt unter Wasser ein eigener, also ein Kopfloser sein müssen, sondern vielleicht hätte man sich auch was Eigenes überlegen können oder so. Ich meine, in der japanischen Dings gibt es genug Unterwassertrunkene Sachen, die da noch sein hätten können. Andererseits, ja, hätte auch sein können, dass von der rein von der Story her irgendjemand den Kopf abgeschnitten kriegt und dann in den kleinen Tümpel da reingeschmissen wird. Und aus dem wurde dann der Kopflose. Ja, gut, kann sein. Alter Finne, aber trotzdem. Super geiles Spiel, hat super viel Spaß gemacht. Auch wenn ich manchmal echt gedacht habe, ich verzweifle. Beim letzten Boss habe ich jetzt echt gedacht, wow, ich sitze jetzt noch mindestens, keine Ahnung, eine Woche dran oder so. Aber nee. Ging doch noch ganz gut. Was ich noch sagen kann, ist, ich werde... also das Let's Play wird dann jetzt hier enden. Ich werde nicht noch... jetzt im Let's Play die ganzen anderen Enden zeigen oder irgendwie die Prothese aufs Maximum kriegen, alle Fähigkeiten machen. Das mache ich vielleicht zum Privat noch für mich. Aber das Let's Play ging schon lang genug, länger als geplant eigentlich. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lang geht. Aber ich denke mal, ich habe eine Menge gezeigt. Ich habe zumindest eine Menge versucht zu zeigen. Und ich hoffe einfach nur, euch hat's gefallen und wenn ihr Lust habt, die anderen Enden zu sehen oder irgendwas anders zu machen, holt euch das Spiel. Ich weiß, mittlerweile ist es schon ziemlich lange draußen, aber trotzdem, wer es noch nicht gespielt hat und wer wirklich mal Bock drauf hat oder so und genug von Dark Souls oder Demon's Souls hat, schlagt einfach zu. Schlagt einfach zu, denn es macht wirklich Spaß. Es ist mal was anderes. Und ich glaube, ich werde mir sogar noch ein bisschen Zeit in dem Spiel gönnen. Und ich frage mich, wie lang die Credits sind. Aber so viele Leute haben an dem Spiel gearbeitet. Schade eigentlich, dass die Entwickler gesagt haben, keine DLCs. Also geplant ist nichts. Eventuell irgendwann mal ein Dark... ich wollte gerade schon wieder Dark Souls sagen. Eventuell vielleicht mal ein Sekiro 2 oder so. Irgendwann einmal. Das wäre vielleicht auch schön. Sekiro 2 stelle ich mir richtig brutal schwer vor, wahrscheinlich. Andererseits, die Geschichte des Wolfs ist ja jetzt eigentlich erzählt. Erst war er der Shinobi des göttlichen Erbe und jetzt ist er der Shinobi des göttlichen Drachen.
Man könnte vielleicht noch erzählen, weil sie ja gesagt hat, die Reise dorthin wird ziemlich lang dauern. Könnte man vielleicht daraus dann noch ein Spiel machen. Aber naja, wir lassen uns einfach mal überraschen. Ach ja. From Software, ja. Habt ihr gut gemacht. Thank you very much. Auch Activision. Auch wenn ich traurig war, dass kein Tenchu kam, kein neues. Passiert denn jetzt noch was? Durchgang Nummer 2 jetzt starten. Wenn du Durchgang Nummer 2 nicht startest, kannst du ihn jederzeit über die große Figur des Bildhauers im Maroden Tempel starten. Ah, okay. Ich mach mal auf Nein, dann kann ich nämlich nochmal zur Not was erledigen. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt irgendwie noch was anderes gibt. Aber ich glaube nicht. Ashina Umland. Haben wir denn die 20.000 Punkte noch? Und habe ich denn noch die Kampfkunst? Der Drachenblitz, ja. Den will ich mal sehen. Ah ja. Natürlich ist es die Fähigkeit. Also ab hier können wir dann den Durchgang Nummer 2 starten. Lasst mich nochmal schnell was nachgucken. Denn wir können ja sogar noch unsere Angriffskraft verbessern. Hier. Durchgang Nummer 2 starten. Ja, da haben wir es. Ist denn da noch irgendwas gesperrt jetzt gerade? Ja gut, das ist sowieso... Das ist ja... broken. Ansonsten gibt's nichts. Ich könnte jetzt noch grinden und leveln und machen. Je nachdem. Aber wie gesagt, da wo alles begonnen hat, sage ich jetzt auf Wiedersehen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen an alle euch da draußen. Vielen Dank für eure Geduld. Vielen lieben Dank für die ganzen Tipps, die so zwischenzeitlich kamen. Und... vielen lieben Dank auch, ich muss euch mal wirklich loben da draußen, dass kein großartiges Backseat Gaming da war. Es war schön, weil ich hatte mich wirklich auf das Spiel gefreut und ich hatte befürchtet, dass irgendwie zu viel gespoilert wird oder irgendwas, aber nein, es hielt sich wirklich komplett im Rahmen und es war wirklich nett. Das war deswegen nochmal vielen lieben Dank und klopft euch selber mal auch auf die Schulter. Ich sage mal so, wir sehen uns demnächst. Also bis dahin, macht's gut, ciao.